So, okay, krempeln wir mal die Ärmel hoch, würde ich sagen, und machen wir mal einen Teilbarkeitsbeweis. Ja, und zwar folgenden. Für alle A, B vom Typ Z gilt. A teilt B plus 1, daraus folgt A teilt B Quadrat minus 1. Okay, das wollen wir mal beweisen oder widerlegen, ne? Ja, wir können uns mal einen Beweis probieren. Hier haben wir eine Implikation, das heißt, wir müssen zeigen, dass aus a teilt b plus 1 folgt, dass a auch b Quadrat minus 1 teilt. So, wie macht man das? Beispielsweise kann man das so machen, dass man erstmal von der Voraussetzung ausgeht, also a teilt b plus 1, und dass man daraus dann herleitet, dass dann auch a b Quadrat minus 1 teilt. Wir haben eine Allaussage, also können wir erstmal sagen, seien a b aus z fest, aber beliebig. So, wir haben zwei feste, aber beliebige a und b. Außerdem gelte, das ist ein L hier, ne? So, a teilt b plus 1. So, das ist die Voraussetzung, davon gehen wir aus. Und unter dieser Voraussetzung wollen wir jetzt zeigen, dass a auch b Quadrat minus 1 teilt. Wir wissen, a teilt b plus 1. Und am Ende wollen wir rauskommen, hier unten können wir unten hinschreiben, ne? A teilt b Quadrat minus 1. So. Und die Strategie ist nun, von der einen Seite zur anderen zu kommen mit Implikationen oder Äquivalenzumformung. Äquivalenzen kann man auch verwenden, da steckt ja die Implikation drin in die eine Richtung, ne? So. Und wir können wie immer auch von hinten nach vorne vorgehen, wenn wir jetzt von vorne nicht weiter wissen, ne, dann können wir auch von hinten denken und schauen, sozusagen uns von hinten annähern und versuchen herauszuarbeiten, wohin wir uns von vorne annähern müssen. Okay. Na gut, aber aus a teilt b plus 1, also aus dem hier, können wir schon mal ein bisschen was folgern. Ne? Wir wissen, a teilt b plus 1, da kann man vielleicht die Definition der Teilbarkeit anwenden. A teilt b plus 1, also existiert ein q aus z mit a mal q ist gleich b plus 1. Das wissen wir schon mal, ne? Es gibt so ein q, das an a ran multipliziert werden kann, sodass b plus 1 rauskommt. Okay. Wie immer ist es bei Beweisen so, die lassen sich in der Regel nicht einfach so schematisch abarbeiten, sondern man braucht ein bisschen Intuition, Erfahrung, einen Blick für Besonderheiten. Und eine Besonderheit ist hier definitiv die folgende, die einem auffallen könnte, ja, oder müsste, oder ja, es gibt ja immer auch andere Wege des Beweisens, man muss jetzt nicht unbedingt diesen Beweis hier finden, ne? Aber eine Möglichkeit ist, dass einem auffällt, dass hier b plus 1 steht. Und hier b Quadrat minus 1. Und die Experten in der Algebra und die sich besonders gut mit binomischen Formeln auskennen, die werden hier eine Ähnlichkeit entdecken, beziehungsweise einen Zusammenhang, ne? Nämlich, es gibt ja eine binomische Formel, die schreibe ich mal hier oben hin, die besagt, schreibe es mal allgemein hin, x Quadrat minus y Quadrat ist gleich x plus y mal x minus y. Das ist die dritte binomische Formel. Und ich habe es, das lautet normalerweise mit a Quadrat und b Quadrat. Ich habe jetzt hier a und b nicht verwendet, weil wir a und b schon haben. Ne? Aber normalerweise, oder oft bezeichnet man die als a Quadrat minus b Quadrat ist gleich a plus b mal a minus b. So.
Jetzt haben wir hier auf der einen Seite, das hier ist ja ein Quadrat minus einem anderen Quadrat, ne? B Quadrat minus 1 Quadrat. Wenn wir die binomische Formel hier drauf anwenden, dann wissen wir, das ist b plus 1 mal b minus 1. Und dieses b plus 1 haben wir gerade hier stehen, ne? Also wir haben hier binomische Formel und uns fällt auf, dass der rechte Teil hier die linke Seite dieser Gleichung ist und dieser Teil hier ein Teil der rechten Seite. Wenn wir jetzt also hinbekommen, das b minus 1 da einfach ran zu multiplizieren, dann hätten wir da schon a mal q mal b minus 1 ist gleich b plus 1 mal b minus 1 und wir hätten hier rechts, kämen wir von der Seite relativ schnell auf diese Gleichung. Ja, und das können wir auch machen, ne? Wir können doch einfach mal an beide Seiten das b minus 1 ran multiplizieren. Mal b minus 1, dann steht links a mal q mal b minus 1 ist gleich b plus 1 mal b minus 1. Gut. Und hier rechts, na gut, das ist b Quadrat minus 1, also steht da a mal q mal b minus 1 ist gleich b Quadrat minus 1. Und jetzt sehen wir hier auf der linken Seite, es gibt ein Q2, nennen wir es mal. Nämlich Q2 sei mal, das kann man hier hinschreiben, Q2 ist gleich Q mal B minus 1. Es existiert also so ein Q2, sodass A mal Q2 gleich b Quadrat minus 1 ist. Und daraus kann man folgern, na, a teilt b Quadrat minus 1. Ne? Können wir vielleicht mal hinschreiben. Also a Quadrat, a teilt b Quadrat minus 1. Wir haben ein q gefunden, ein q2 gefunden, das an a ran multipliziert b Quadrat minus 1 ergibt. Und das ist gerade die Teilbarkeitsdefinition. Jetzt können wir das befreiende QED unten dran schreiben, ne?